so, ja. Was gibt's zu erzählen, so hier vom Cam? Was habt ihr so für Schwierigkeiten? Erzähl mal ein bisschen. Mega, ich bin schwer. میگه چیز است چی مشکل است با شما در کدام مالت قرار داره چی است در کدام مالت قرار داره چی مشکل داره ما به صورت بسته در های ما یعنی به صورت زندانی فرد یا یه انسان محسوب نمیشیم در درجه اول در آلمان نه از اینجا را میگه اینجا چی مشکل داره اینجا مشکلات آب و هوایی سرد هوا یا دیسک یس فیلا کالت دس اس شوئر اون با برخی از مردم که با ما صورت خوشی ندارن برخورد داریم روزانه اند فیلا لویت ایم تاگ کوم هیر دی لاغ فور اونس اند فیلا تورست کوم هیر لاغ فور اونس اند اندره لویت دس اس شوئر فور اونس تا الان هم که 10 روز سفری شده از اون اشتراک هیچ یک از مسئولین حتی نیومدن سراغ یا احوالی از ما بپرسن اون دست از 12 تاک وی این هنگه اشتراک بیتس یتس فم دوچه بوندستاک اودا فم German government nicht gekommen hier vor Frage was geht was nicht geht alles okay und einer Tag war einer Junge war krank wir gerufen Krankenwagen und Krankenwagen gekommen hier und der gesagt der hat keinen Ausweis der hat keine Krankenversicherung wir darf nicht nehmen diese in nehmen mit uns in Krankenhaus und der nur gesagt das besser der Schlaf und ich frag kannst du geben Tablette oder Medizin? Der gesagt, ich bin keine Arzt. Ich gebe dir Medizin oder Tablette von meiner Freundin. Digga, ist es auf Security nicht? Schau, Security. Mal bist du gerade Shifty. با این شرایط سخت که بچه ها از نظر جسمانی هم روحانی هم روحی سخته und diese ist auch schwer alle Flüchtlinge gemacht hier Hungerstreik und wir hat keine Nachschicht wir hat Plan dieser Flüchtlinge hat Plan vom jeden Nacht wir macht Schicht vom 12 bis 1 12 bis 3 gestern war es auch so gestern war hier aber keine Security keine Ordner und diese Flüchtlinge gemacht dieser selbe also ihr braucht Leute ja die euch unterstützen Tag und Nacht ja. Auch besonders in den Nachtstunden die ich mitgekriegt habe ja weil wie ihr mitkriegt Leute hier Zuschauer von Kassel TV hier ist auch eigentlich, wenn man das nachts durchmacht, irgendwie sich hier den Leuten aussetzt und wie gehört habe, lacht man über die Leute, beleidigt die Leute, pöbelt die Leute an, leistet ihnen auch keine medizinische Hilfe und dann tagsüber ist hier auch sehr schwer zu schlafen, wo jetzt gerade hier der Christbaum geschmückt wird, weil es ständig Motor brummt. Was braucht ihr sonst noch so im Camp? Leute ist ganz klar, Solidarität von Menschen. Ja. Andere Sachen? Andere Sache, gestern war, brauchtet ihr heiß Wasser, habt ihr da... Wasser, Saft, Apfelsaft. So. Also auch weiterhin noch heiß Wasser und Saft, also... Ja, diese Leute in Hungerstreik, wir nicht essen und wir dürfen trinken Wasser, Kaffee und Saft und wir haben leider nicht so viel heißes Wasser für Kaffee, für Tee. So. Ja, also heißes Wasser immer noch gern gesehen. Ihr müsst doch keine Angst haben um eure Thermoskannen. Hier stehen ganz viele leere Thermoskannen bereit. Ihr könnt da einfach umfüllen. Könnt die auch hier lassen. Also das ist, wer vielleicht auch hier in der Umgebung wohnt, so Mitte, das ist S-Bahnhof Brandenburger Tor. Ein bisschen auf jeden Fall so große Kannen heißes Wasser ist eine ganz tolle Sache, weil das ist auch verboten, hier heißes Wasser zuzubereiten, wenn ich das mitbekommen habe. Ne? Ja, ich kann jetzt einmal hier so ein bisschen rumschwenken für euch, wie es hier so aussieht, wie so die Beteiligung ist. Hier ist immer noch die Fotoausstellung, wo teilweise die Leute ihr Schicksal erzählen, wie sie hier nach Berlin gekommen sind oder auch wie sie hier in Deutschland aufgenommen wurden, in was für Unterkünften sie hier untergebracht waren. Das ist ja eine der Forderungen der Refugees, dass diese Sammelunterkünfte abgeschafft werden. Da fragt auch niemand groß nach dem Geld, was da pro Kopf bezahlt wird.
an, weiß ich nicht, wer sich da die Taschen voll macht. Da wird einfach überhaupt nicht drauf geguckt. Und wenn man dann sieht hier bei den Fotos, was das für Löcher sind, wo die Leute untergebracht sind, da muss man sich wirklich was für schämen. Ja, ich musste schon ziemlich brüllen, weil hinter mir, wie ihr hört, ist immer noch dieser LKW zugange, der diesen Baum schmückt. Das ist halt tagsüber hier. War auch schon so, als ich angekommen bin. Ich drehe das mal so ein bisschen rum, dass ihr den mal seht. So, der steht hier also ganz unmittelbar neben dem Bus, wo die Leute drin schlafen tagsüber. Ja, die brauchen Menschen für Nachtwachen auch insbesondere, die hier stehen und halt Präsenz zeigen und auch Haltung zeigen. Heißes Wasser. Ja, auch die Kissenburg, wie man sieht, ich hatte gestern schon mal drauf gehalten, wird halt von Tag zu Tag größer. Ja, es gibt auch, ja, dank der Spenden und so weiter, ist das überhaupt nur möglich, die Leute hier zu unterstützen. Die sagten auch gerade, dass sie auch Fruchtsäfte, also trinken tun sie, Kaffee, Tee, Fruchtsäfte und vor allen Dingen heißes Wasser, um das zuzubereiten, wäre nett, wenn das hier irgendjemand vorbeibringen könnte. Ja, für die Leute, die sich ja später so hier zugeschaltet haben, ich bin ja am Pariser Platz bei den Refugees, Refugees March to Berlin. Die Leute haben sich mal vor langer, langer Zeit hier zu Fuß auf den Weg gemacht, von Würzburg nach Berlin. Kassow hatte das teilweise auch begleitet, sind dann hier in Berlin angekommen und haben Anfang November, Mitte Oktober hier diesen Platz besetzt, mit einem Hungerstreik begonnen. Nun hatte die Politik Gespräche zugesagt, gleichzeitig aber signalisiert, dass so an dem Status quo nichts weiter zu regeln ist. In einigen Länderparlamenten hat sich wohl schon was bewegt, was die Sammelunterkünfte anbetrifft. Ja, die Situation hier auf dem Platz ist, jetzt ist das Wetter recht mild noch. Es werden kalte Nächte vorhergesagt, die Nächte selber sind wohl auch kalt und die Leute hier müssen zu dem Hungerstreik halt auch in Schichten Nachtdienst schieben sozusagen. Es wäre nett, wenn der ein oder andere vielleicht das unterstützt und hier einfach vor Ort so ein bisschen Präsenz zeigt. So ein, zwei Stunden, man muss hier bestimmt nicht die ganze Nacht rumstehen. Heiße Getränke sind auch immer sehr gerne gesehen und willkommen. Ja, ihr könnt hier gerne vorbeikommen hier, was ihr vorne seht, so diese kleinen Pictures da. Ich zoome da gleich noch mal ein bisschen näher ran. Das ist auch so eine Fotoausstellung, wo halt Menschen, die geflüchtet sind, ihre Geschichte erzählen, der Flucht auch. Es ist eine sehr interessante Story dabei bei einer Flüchtlingsunterkunft, wo ein Mensch, ich sag mal, anderthalb Jahre oder eine Familie anderthalb Jahre gehaust hat. Die Bilder sind schrecklich und es ist kaum vorstellbar, dass der Landkreis den Betreibern von diesen Sammelunterkünften tatsächlich Geld dafür bezahlt. Aber anscheinend ist damit doch auch gutes Geld zu machen.
Ja, hier sind die Leute jetzt am 12. Tag in dem erneuten Hungerstreik. Der Hungerstreik wurde abgebrochen. Die Leute essen nichts, sie trinken aber Wasser, Säfte und heißen Tee. Tagsüber kommen hier auch noch relativ viele Leute vorbei. Es ist halt so wie gerade eben jemand sagte, die werden ausgelacht hier, die Leute, die werden teilweise angepöbelt. Es herrscht sehr wenig Verständnis für die Situation. Plakative Urteile, Stereotypen, wie man sie halt überall kennt, sind hier auch an der Tagesordnung. Und das ist sicherlich für die Leute auch zermürbend, das immer wieder zu sehen. Und die brauchen halt auch einfach hier Solidarität, auch gegen solche Leute, die hier, ja, wie ernst man die nehmen kann, wenn jemand betrunken pöbelt, mag dahingestellt sein. Aber wenn man sich dies die ganze Nacht geben muss, ist das sicherlich auch nicht so hübsch. Ja, der Herr sagt gerade auch, dass die Polizei sagt, sie bewachen das hier nicht, sie beschützen das hier nicht, sie seien für ihren Schutz selber zuständig. Und das ist, ja, das kennen wir auch anders. Hier war mal eine Zeit lang ganz viel Polizei aktiv und präsent, als es darum geht, den Leuten zu verbieten, auf Stühlen zu sitzen. Man sieht hier diesen Kissenberg, auch eine Art, sag mal, eines ironischen Protestes, weil das Verwaltungsgericht Berlin musste erst den Flüchtlingen hier erlauben, Sitzkissen zu benutzen und sich auch mal darauf hinzusetzen. Also es wurde anfangs versucht, den Protest einfach zu erschweren bzw. zu verunmöglichen. Alles, was unterstützend gegen Wettereinflüsse war, so wie gegen Kälte, wurde weggenommen. Als es dann anfing zu regnen, wurden Sachen entzogen, die gegen Regen sind. Regenschirme waren plötzlich auf der Liste der verbotenen Gegenstände. Sowieso wurde von Anfang an dieses Protestcamp von Seiten der Berliner Behörden und der Ordnungsbehörden als Camping diffamiert. Es war von Campingartikeln die Rede. Also ihr erinnert euch sicherlich noch sehr über die ein oder andere Posse, die das Land Berlin und eben auch der Staat hier zum Besten gegeben hat. Ja, die Forderung der Flüchtlinge findet ihr unter www.refugeetentaction.net. Dort findet ihr auch einen Kalender mit weiteren Aktionen. Die Aktion hier bezieht sich ja nicht nur auf Berlin, sie ist in der ganzen Bundesrepublik. Auch in Österreich marschieren die Leute auf Wien. Es gibt in mehreren Städten, in mehreren Ländern eben Aktionen zur Durchsetzung der Forderung der Flüchtlinge. Vielleicht deswegen nochmal kurz der Spendenaufruf. Also ihr könnt hier direkt spenden, direkt vor Ort am Pariser Platz in Berlin, Brandenburger Tor. Nicht nur Geld, vor allen Dingen heiße Getränke und vor allen Dingen ihr seid selbst erwünscht mit eurer Haltung hier, um zu repräsentieren, dass nicht alle Menschen so ignorant über die Forderungen der Flüchtlinge hinwegsehen. Die sind ja hier am 12. Tag im Hungerstreik. Detaillierte Informationen unter www.refugeetentaction.net. Ja, ich schwenke jetzt einfach nochmal so ein bisschen hier rum für euch. Hier sieht man den Bus. Der Bus vermittelt so ein bisschen das Gefühl der Bequemlichkeit und der Behaglichkeit. Das ist jetzt aber gar nicht hier. Meistens sitzen die Leute auch nachts draußen einfach, um so eine Art Wache hier zu haben, um eine Security zu haben. Wenn man hier runter guckt unter den Linden, der Baum wird gerade aufgebaut. Immer noch aufgebaut. Da mussten sich die Refugees auch mal kurzzeitig hier für einen Tag entfernen und auf die andere Seite des Brandenburger Tors ziehen, weil es wohl zu gefährlich gewesen sei. Was nun anders ist heute als vor 2 Tagen, kann ich gerade nicht so nachvollziehen. Ja, wie ihr seht, ist hier auch eine kleine Fotoausstellung über die Situation der Flüchtlinge, teilweise Bilder, Geschichten von der Flucht, teilweise auch Bilder von den Unterbringungsmöglichkeiten,
oder von den Sammelunterkünften, von den Erfahrungen, die Sie hier gemacht haben? Ja, ich bedanke mich für euer Zuschauen, auch für den Support von Castor TV. Ja, ich melde mich morgen hier wieder um 15 Uhr. Selbe Stelle, selbe Uhrzeit, kein Problem. Ich denke, ihr habt verstanden. Ansonsten guckt euch nochmal den Loop an, um was es hier ging oder geht. Das Problem ist bekannt. Die Förderung der Flüchtlinge sowie weitere Aktionen und Ähnliches findet ihr auf der Seite www.refugeetentaction.net. Vielen Dank und tschüss.